Hi, hier ist wieder Marco von den Whisky Shots. Heute habe ich euch ein, ich verrate es schon im Vorfeld, persönliches Highlight mitgebracht. Ein 21-jährigen Little Mill aus dem First Fill Port Pipe mit 51,9 Volumenprozent, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration von den Hart Brothers. Destilliert im Jahr 92, abgefüllt 2013. Ordentlich stolzer Preis, 133,50 Euro für immerhin einen Whisky, der nicht mehr produziert wird. Also ich sage mal ganz gerne ein Oldtimer, eine geschlossene Brennerei. Wie immer, im Vorfeld schon mal eingeschenkt. Und jetzt frisch ins Glas. Ist das erste, was ich habe. Einen ganz leichten, muffigen Geruch. Toffee. Pflaume. Karamell. So eine schwere, tragende Süße. Also, man kann ihm. Ich weiß, das kann man nicht, aber gefühlt, man kann die Öligkeit des Whiskys richtig riechen. Und jetzt kommt meine erste Bewertung, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Und diese Bewertung ist so, weil das ist alles, aber nicht der klassische Charakter eines Little Mills. Wo sind die hellen Fruchtnoten? Wo ist eine leichte Grasigkeit? Wo ist Birne? Wo ist Apfel? Wo ist diese ganz milde, weiche Spielart, die man beim Little Mill bekommt? Die ist überhaupt nicht da. Weil First Fill Portwein Fass. Das Fass stülpt sich regelrecht über den Little Mill um, mantelt ihn richtig ein. Ihr bekommt einen ganz spannenden ersten Eindruck, aber Little Mill ist es nicht. Und jetzt gucken wir mal, was der Bursche mit ein bisschen Sauerstoff macht. Gefühlt ist er ein bisschen, ja, ein bisschen weicher. In der ersten Nase habe ich gerade gesagt, da war irgendwie sowas. So was, ein bisschen Bitteres oder Gammeliges mit drin. Das ist, mit der Zugabe von Sauerstoff geht das verloren. Die Süße kommt deutlich mehr durch. Es sind schöne, dunkle, süße Noten. Ich bilde mir ein, es ist ein bisschen Erdbeere, es ist Kirsche, es ist Backpflaume, es ist ein bisschen Rosine. Wir haben Mokka, wir haben Karamell. Also so diese ganze Palette von fruchtigen, dunklen, schweren, schokoladigen Noten gefällt mir richtig gut. Und dann probieren wir natürlich auch mal. Aha. Am Gaumen Würze. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Sehr viel Malz. Die Süße kommt durch. Sie kommt eher ein bisschen unterschwelliger im Vergleich zur Nase. Eher so ein bisschen in Form von dunkler Herrenschokolade. Karamell, was vielleicht ein ganz klein bisschen auf der Herdplatte schon warm geworden ist, wo so diese ersten braunen, goldenen Noten in ein bisschen dunkleren Braunton reingehen. Tim Mälzer wird da, glaube ich, Röstaromen zu sagen. Ich würde sagen, Karamell ist angebrannt. Das Mokka ist wieder deutlich da. Jetzt kommt eine leichte Trockenheit. Das Eichenholz kommt ein bisschen durch. Ein bisschen Bittermandel, ein Hauch von Walnuss. Also recht komplex, sehr viele Aromen. Mit mehr Sauerstoff, meine ich, wird er ein bisschen würziger. Die Süße geht ein bisschen zurück. Ihr habt Kräuternoten. Horte Liening wird jetzt wahrscheinlich sagen Heidekraut. Ich sage Kräuternoten, weil besser greifen kann ich die ehrlicherweise nicht. Deutlich mehr Trockenheit. Diese dunklen, schokoladigen Noten kommen wieder zum Vorschein. Sehr komplex, sehr voluminös am Gaumen. Nicht wärmend, einfach nur extrem präsent. 51,9 Volumenprozent für 21 Jahre finde ich jetzt auch nicht so überwältigend viel Alkohol. Und nichtsdestotrotz schauen wir mal, was der Bursche mit ein bisschen Wasser macht. Die Süße kommt stärker durch, aber auch leichte Bitternoten.
Die Erdbeere von vorhin, die habe ich gar nicht mehr. Eher so ein bisschen geröstete Kaffeenoten. Sehr anregend, sehr intensiv. Ja, auch der Geschmack ist nicht schlecht. Also hier würde ich sagen, mache ich ja relativ selten, aber hier würde ich sagen, die Zugabe vom Wasser belebt ihn durchaus. Das kann man mal ausprobieren. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin letztendlich von diesem Whisky sehr begeistert, weil ich ihn von den Aromen her sehr lecker finde. Aber ehrlicherweise muss man sagen, hier muss eine Doppelwertung stattfinden. Wenn wir den Whisky betrachten mit den Augen eines Little Mills, dann muss ich ganz klar sagen, Daumen runter. Das ist einfach kein Little Mill vom Charakter her. Wenn wir die Komplexität, die Intensität des Whiskys betrachten, im Vergleich auch zu immerhin 133,50 Euro, bekommt er trotzdem von mir einen Daumen mit Lächeln, weil es ein toller, komplexer, spannender Whisky ist und einfach Spaß macht, davon ein bisschen was zu trinken.